Die Schauübung der Feuerwehr zeigt, dass sie nicht nur zum Feuerlöschen da ist. Außerdem simuliert die Übung einen perfekten Ablauf der Rettungskette. Annahme war ein Bauunfall. Ein Arbeiter ist aus dem Korb, aus einer Rettung, einer Hebebühne gestürzt. Daraufhin ist natürlich nicht möglich gewesen, dass er selbst wieder am Boden kommt oder aufsteigt. Jetzt ist die Höhenrettungsgruppe angefordert worden. Der Trupp von der Höhenrettungsgruppe besteht Minimum aus 3 Mann, einen Retter und 2 Sicherungsmänner. Die sind aufgestiegen auf das angenommene Bauobjekt. Der Retter hat sich zum Verunfallten abgeseilt und hat eine Kappbergung durchgeführt. Bei großen Katastrophen reichen die Kapazitäten einer Leitstelle oft nicht aus.